Ich versuche schon seit 2 Jahren, mir über verschiedenste Arten und Weisen Gitarre spielen beizubringen. Ich bin einfach zu doof dafür. Ich kann Musik Willkommen nicht. im Club. Ich kann Musik einfach nicht. Ich würde total gerne Musik können. Ich Ja. kann es einfach nicht. Ich bräuchte jemanden, der mir das erklärt. Der sich mit mir hinsetzt und genug Geduld hat, um mir Noten beizubringen. Oder einfach nur Rhythmusgefühl und ähnliches Zeug. Ja. Versuch seit Ewigkeiten und bei mir heißt das was. Wir sind im Ich Kreis habe mir gelaufen. sogar eine Ukulele geholt, weil ich gedacht habe, das ist einfacher. Nein. Aber ich scheitere schon daran, diese Ukulele zu stimmen. Stimmen kriege ich hin, aber auch nur, weil ich ein Gerät dafür habe. Ja, ich auch, aber im Internet gibt es irgendwie 3 verschiedene Arten, eine Ukulele zu stimmen, die immer wieder anders klingen. Verschiedene Lieder, wo es dann diese bestimmte Stimmung haben. Das ist wirklich kompliziert. Das ist bei Gitarre einfacher. Du hast dann 6 Saiten, die müssen einen bestimmten Ton haben, damit hat sich die Nummer. Ja. Ne? Dann kannst du damit alles spielen. Naja, fast alles. Du kannst natürlich dann nochmal, Verzerrer kaufen, die dann, also, ich hab mir mal angeguckt, wie diese ganzen Zusatzgeräte für Gitarre, für E-Gitarren funktionieren. Solche Verzerrer, Verstärker und so weiter und so fort. Ey, da kommst du ja durcheinander. Geht ja gar nicht. Also, schön, was man alles damit machen kann, aber bis man da durchgestiegen ist, was man womit machen kann. Da hast du ein halbes Musikstudium hinter dir. Wenn nicht sogar ein ganzes. So, jetzt muss ich sagen, hängt das Spiel in der Hitbox nur bei mir, oder? Also ich habe keine verworfenen Frames. Es liegt nicht an mir. Es wäre aber auch extrem traurig, wenn ich auf meinem PC verworfene Frames mit diesem Spiel hätte. Das wäre verdammt traurig. Du Sackgesicht. Nicht verletzen. Mann. Gut, dann gar liegt nicht. An mir. Ja, ich ja, du, es liegt an dir. Aktualisiert, jetzt geht's auch wieder. Na, siehst du. Vielleicht, weil ich das Spiel auf beiden Sachen gleichzeitig laufen habe. Ja, das ist auch nicht so schlau. Ja, ich muss sagen, auf Twitch kann ich den Chat schneller lesen, während auf Hitbox ich den Stream schneller verfolgen kann. Okay, auch nicht schlecht. Das könntest du auch nochmal, wenn du selber nochmal streamen willst, ne, irgendwann mal, sollten wir dir auch nochmal das eine Chatprogramm, was ich jetzt auch benutze, runterladen. Ich glaube, das habe ich sogar schon. Mhm, weil das verfolgt nämlich beide auf einmal. Ich weiß aber nicht, ob zwei von uns das auf einmal benutzen können, weil du dich natürlich mit dem NPC-Account darüber anmeldest. Richtig, nein? Deshalb habe ich das sowas tun nicht unterlassen. Da gehe ich weg. Ah, jetzt bin ich direkt in den Gegner reingelaufen, weil ich nicht hingeguckt habe. Wölfer! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Slalom um die Bäume! Das hat funktioniert, das ist unfassbar. Was ist das? Mole Rap, das könnte ich schaffen. Hinten ist noch so ein Hühnchen. Zwei sogar. Na los, komm her. Hühner schaffe ich. Im Gegensatz zu Link. Im Gegensatz zu Link schaffe ich Hühner. Komm her. Du ungeflügeltes Federvieh. Du ungefedertes Geflügelvieh. So rum. Warum sind die auch so sauer? Na komm, wir versuchen es mal. Haha. Low Level schlechter. Ach, ist ja heldenhafter als gedacht. Ich bin nicht gestorben, Dadalala. Ja, Hitbox hat ja schon ein bisschen Delay, aber der ist halt kürzer. Das sind 5 Sekunden statt Hitbox 20, 30 oder sonst irgendwas. So. Einmal kurz bitte warten. Gott, schreibt die viel, während ich streame. Ist ja unfassbar, meine Freundin. Oh, die hat es schon vor 5 Minuten geschrieben. Ich habe nichts mitbekommen. Das ist ja schade. Ja, die weiß ja, dass ich streame und eigentlich überhaupt nicht antworte. Das kriegt sie nicht mehr.
Ist schon offline gegangen. Naja, Pech gehabt. Na, die ist ja eine Stunde voraus in Rumänien. Ah, okay. Ja, das heißt, bei der ist es jetzt 12, ne? Also Mitternacht, und sie hat morgen die Studienkurse. Dementsprechend ist sie natürlich darauf bedacht, fürs Bett zu gehen. So, wo sind wir hier? Da sind wir. Okay, dann ist das hier der Rückweg in die Zivilisation. Nicht über den Weg, da sind Raptoren. Wir gehen mal andersrum. Also ich habe jetzt einen dritten Speicherstand erstellt für den Fall der Fälle, dass das ist, dass ich jetzt mich hier wieder in die absolute Wildnis verfranse, wo man nicht mehr wegkommt. Damit das nicht nochmal passiert wie vorhin. Das sind 4 dicht beieinander stehen. Mal gucken, ob ich einen rauspicken kann. Okay. Na los. Ja. Die Intelligenz der Gegner lässt auch noch eigentlich zu wünschen übrig. Ja, KI damals war doch eher simpel. Ja. Na gut, das ist auch sehr spät. Da ist immer noch nicht richtig gut. Ich hätte gerade leider nicht gehört, was hast du gesagt? Ja, ich muss noch sagen, meine Nase geht gerade zu. Dass die KI ja mittlerweile besser ist, aber auch noch nicht richtig gut. Nee. Aber es gibt Spiele, da agieren Gegner extrem intelligent. Fallout zum Beispiel, finde ich, hat teilweise eine ziemlich gute KI. Da muss man schon ein bisschen überlegen und taktischer arbeiten, als man das gewohnt ist von einigen Spielen. Aber auch da, die macht natürlich Fehler, die backt zwischendurch rum. Und bei so einer großen Welt musst du einfach damit rechnen, dass du Bugs hast und Idioten. Also idiotisch agierende KI. Ist auch völlig entschuldbar bei so einer großen Spielewelt, dass da mal zwischendurch irgendwie was nicht so funktioniert, wie es soll. Ist ja zu erwarten. Nö. So, ich kann mal meinen Aschenbecher da wegstellen. Ich darf ja eigentlich in dieser Wohnung überhaupt nicht rauchen. Ist ja eine Nichtraucherwohnung, ja. Aber 3-4 Stunden Stream ist dann halt irgendwo. Ich hätte dann gerne zwischendurch schon mal eine Zigarette. Also ist das Fenster offen, ich friere meinen Arsch ab. So kalt ist es nicht, aber. Heute habe ich 2 Nachbarn von mir getroffen, 2 gute Freunde, die in der Gegend wohnen. Und sind jetzt auf E-Zigaretten sind sie gerade am Umsteigen. Das heißt, sie haben sich E-Zigaretten geholt, vor allem für zu Hause. Unterwegs rauchen sie nochmal zwischendurch normale Zigaretten. Aber sie steigen, wollen jetzt langsam umsteigen. Ich habe mal von deren E-Zigaretten probiert. Jetzt im Endeffekt ist das ja wie eine mobile Shisha und nicht wie eine Zigarette. Ja, richtig. Also, du hast natürlich den Nikotin drin, du kannst den Nikotingehalt, aber ich musste feststellen, beim Rauchen geht es mir nicht im ersten Sinne ums Nikotin. Klar ist das ein toller Faktor. Du hast, ne, vor allem wenn du die erste Zigarette am Tag, du hast richtig dieses Nikotinflash, ne, das ist so dieses. Aber was mich vor allen Dingen am Rauchen ist auch das Ganze drumherum. Also ich drehe ja selber, das heißt also den Filter rausholen, das Papier rausholen, abschätzen, wie viel Tabak ich jetzt reintun will, ne, das alles zusammendrehen, dann anzünden, das Knistern der Glut und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die ich am Rauchen irgendwo schön finde. Dieses ganze Ritual drumherum, das beruhigt mich insgesamt. Nicht nur Nikotin, kleine Nikotin, Droge, beruhigt mich. Ne? Aber mal gucken. Ich bin nicht. Muss sagen, ich kann dich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich das nie gemacht habe. Muss man ja auch nicht. Ich sage ja auch nicht, dass Rauchen irgendwie jetzt eine großartige Sache ist. Schule, alle waren cool, mussten, also habe ich es nicht gemacht. Ja, richtig. Und es roch immer widerlich, also. Pff. Ja. Es ist auch das, was mich am Rauchen absolut am meisten stört, ist dieser Geruch. Deswegen finde ich zum Beispiel meinen Freundin auch total großartig. Sie findet den Rauchgeruch total klasse, erinnert sie an zu Hause. Raucht selber nicht. was ich immer toll fand, war Pfeife. Also Pfeife nicht selbst rauchen, gar, ist total klasse. Ja, das hat einen absolut schönen Geruch. Zigarre habe ich eine Weile gerne gemacht. Mittlerweile mache ich eine Zigarre an und denke mir, Mensch, das riecht ja einfach nur wie alte Füße.
Zigarre mag ich mittlerweile überhaupt nicht mehr, weil das echt einfach ein Geruch ist, der. Nee. Aber Pfeife oder auch Shisha? Absolut tolle Gerüche. Auch ein altes Schwert. Das hier für eine Gegend. Also momentan laufe ich echt nur rum und denke mir, was ist das denn? Cool. Oh, guck mal hier. Ich weiß nicht, ob das Spaß macht. Haus? Ja, das sind auch irgendwelche Goblins. Goblins sind anfangs die Musiker. Na, ich weiß noch nicht. So einen könntest du nicht schaffen, aber. Ja, also wenn zwei kommen, ist es, wird schwierig, weil dann musst du hin und her rennen und kannst nicht mehr. Es ja. ist halt das Problem. Hast du eigentlich sowas wie Heiltränke, die du schnell schlucken kannst? Ich glaube, es gibt keine Kurztasten. Doch, es gibt Kurztasten dafür irgendwo. Weiß ich jetzt aber nicht mehr wie. Gucken, ob noch einer da ist, der Ahnung davon hat. Hier, der Jolly Joan war noch irgendwie ganz großartig Ahnung in dem Spiel. Daddy. Völlig egal. Aber ich erinnere mich an keine Kürzen. Ist das nicht der Turm von Xardas? So, mal gucken, ob wir einfach nur einen anlocken können. Weil einen könnte ich, glaube ich, schaffen. Denke ich auch. Nee, aber guck mal, es kommt schon der andere direkt hinterher. Vielleicht die Koppel. Ja. Aber guck mal. Eine kriegst du echt gut weg. Ja. Abhauen ist hier nicht, Junge. So. Ach, für wegstecken, wie übel. Nee, das war auch. Es ist auch nicht die Erinnerung, die ich an Gothic 1 habe, dass hier irgendwie irgendwas schnell geht. Der hat wohl nichts dabei. Angst dabei. So! Erst einmal geschafft. Ich speichere mal. Das ist doch ein schöner Erfolg. Bis Tagebuch. Ich habe heute meinen ersten Goblin erlegt. Der Bogenschütze hin. Ich glaube, das war der Typ, der hat gar nicht auf uns geschossen, sondern auf die Goblins. Oh! Naja, wer bist du denn? Cavallon! Den kennen wir, den habe ich noch dunkle Erinnerungen an den Typen. Dunkle? Mhm. Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir. Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Das ist ja mal. Zeig mir deine Ware. Einkaufen, genau. Ist auch eine glatte Herausforderung. So, Wert 40. Guck mal, das Zeug dabei, das kann man mal verkaufen an ihn. Ah, ist weg und die Knüppel auch. Becher. Guck mal, wir können tauschen. Münzen haben keinen Wert. Fackel brauche ich noch. Warte. Ja, das ist dies an. Alles klar. 13. Ach, na gut. Wie bestätige ich das jetzt? Annehmen. Ganz leicht. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Schleichen. Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Gute Entscheidung. Das ist vor allem wichtig, wenn du in Hütten eindringen willst oder dich von hinten an jemanden anschleichst. Wenn du tief nach unten gehst, hast du den Boden und deinen Körper besser unter Kontrolle. Aber in dieser Haltung wirst du natürlich sofort bemerkt, also... Lass dich von keinem hier beim Schleichen sehen. Beachte das, was ich dir sage. Und vor allem, lass dich nie erwischen. Bogen. Kannst du mir beibringen, besser mit dem Bogen umzugehen?
Für einen Anfänger ist es nicht schwierig, besser zu werden. Es ist eine Frage der Haltung. Die Füße schön weit auseinander, Arme auf eine Linie bringen, Luft anhalten und Schuss. An bestimmten Stellen des Körpers reicht ein Schuss aus, um dein Ziel zu erlegen. Als Anfänger hast du nur eine kleine Chance, diese Stellen zu erwischen. Aber wenn du meine Ratschläge beherzigst, wirst du beim nächsten Mal besser treffen. Wir haben Sachen beigebracht bekommen. Wir haben was für die Story geschafft. Ja, geil. Wir sind gut. Genau. So. Jetzt haben wir den Bogen auf der 2. Was hast du mit der... Nichts. Aha, er ist... Ganz cool seitlich. Warte mal, wie viele Pfeile habe ich? Jetzt noch 8. Kann man die nicht wiederfinden? War das nicht so, dass man Pfeile wieder aufnehmen kann? Ich denke, das ist auch etwas, kann? Was erst in späteren Spielen... Sicher? Entschuldigung. Muss ich mir tatsächlich noch ein paar Pfeile abkaufen. Weil mit 8 Pfeilen kommen wir nicht weiter.